Das Angebot der Hundetagesstätte richtet sich natürlich vornehmlich an berufstätige Hundehalter, die also den ganzen Tag im Büro sitzen oder ihrem Beruf nachgehen und ihren Hund natürlich nicht alleine lassen wollen. Guten Morgen, ich bringe den Django. Also in der Hundetagesstätte werden die Hunde morgens zu uns gebracht und nachmittags wieder abgeholt. Und in der Zwischenzeit können sie hier bei uns auf dem alten großen Hof den ganzen Tag frei rumlaufen, sind den ganzen Tag draußen, wenn sie wollen, in der Gruppe, können spielen, toben, faulenzen, was auch immer sie tun wollen. Wir haben hier keine Zwinger, es wird kein Hund hier weggesperrt bei uns, sondern Gruppenleben ist hier die Devise. Da gibt es auch den einzigen Moment, wo die Hunde voneinander getrennt werden, das ist nämlich der Fütterungsmoment. Dafür haben wir einen extra Fütterungsraum mit einzelnen Fütterungsboxen, wo jeder sein Futter bekommt, wo auch Medikamente individuell gegeben werden können. Wenn der Halter dann nach getaner Arbeit seinen Hund nachmittags wieder abholt, kriegt er einen hundemüden, aber sehr glücklichen Hund mit nach Hause. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Hunde, die regelmäßig hier in die Tagesstätte kommen, natürlich auch sehr spontan zu Kurzaufenthalten in der Pension bleiben können. Dann ist das für die Hunde, die uns regelmäßig besuchen, natürlich hier sehr stressfrei zu tun, weil die uns wie ein zweites Zuhause betrachten und wie ihren Abenteuerspielplatz. Und die Hunde schlafen zusammen in der großen Gruppe. Auch da ist Gruppenleben angesagt, auch da wird keiner weggesperrt. So, wir haben extra sonntags die Spielstunden eingerichtet. Da können Sie mit dem Hund vorbeischauen, sich alles mal anschauen. Wir lernen den Hund kennen, der Hund lernt das Gelände kennen. Wenn Ihnen alles gefällt, alles gut gegangen ist, dann macht man erstmal einen kostenlosen Probetag. Nach dem Probetag wird erst entschieden, ob der Hund genommen wird oder nicht oder ob noch andere Schritte in Erwägung gezogen werden. In unserer Hundeschule gibt es zum einen die Gruppenkurse, das heißt, es sind Gruppen bis zu 5 Mensch-Hund-Teams mit unserer Hundetrainerin zu verschiedenen Themen, Anti-Jagd-Training, Stadttraining und so weiter. In Einzelstunden können wir sehr individuell auf spezifische Probleme mit dem Hund eingehen. Und dann gibt es einen individuellen Trainingsplan, um von diesen Problemen wegzukommen und aus dieser Mensch-Hund-Beziehung wieder eine vernünftige, funktionierende, partnerschaftliche Beziehung zu formen. Wir sind der Meinung, wer sich als Profi mit Hunden befasst und von Hunden lebt, der muss sich auch im Tierschutz engagieren. Wir tun das mit dem Partner Tierheim Essen. Dort bin ich zuständig für die verhaltensoriginellen Hunde. Das heißt, mit Rat und Tat stehe ich den Mitarbeitern zur Seite, wenn es darum geht, Hunde, die irgendwelche Schwierigkeiten haben, Aggressionsverhalten oder starkes Angstverhalten zeigen, auf eine Vermittlung vorzubereiten. Wir haben einen Seminarraum mit 30 Sitzplätzen, mit Beamer und Leinwand. Und in regelmäßigen Abständen finden hier Vorträge, Abendvorträge statt zum Thema Hund. Das sind die verschiedensten Themen, die Aggression beim Hund, Ängste und Phobien beim Hund, sodass der Hundehalter sich wirklich fortbilden kann über das Tier, was er da seinen Partner nennt.